Also, Krypto, NFT. Ich habe eine eigene Kryptowährung erschafft. Ciao. Blockchain. Man hört momentan nichts anderes und gefühlt ist jeder in irgendeiner Weise investiert. Für mich ist Krypto die Zukunft. Die Marktkapitalisierung ist über die letzten Jahre bis heute auf ein All-Time-High von über 2,5 Billionen Dollar gestiegen. Es kommen täglich neue Tokens auf den Markt. Was er meinte, es kommen täglich neue Shitcoins auf. Und hätte man vor einem Jahr 1000 Euro in Dogecoin investiert, wären sie heute 260.565 Euro wert. Das Thema verspricht eine Revolution, wie wir sie zuletzt durchs Internet gesehen haben und gleichzeitig eine Möglichkeit, schnelles Geld zu verdienen. Aber wie schwer ist es, selber Teil davon zu werden und nicht nur Krypto zu kaufen, sondern selber zu erstellen? Ja, ich denke, es ist ziemlich einfach, Tokens zu erstellen. Also du kannst einfach einen bestehenden Token kopieren. Es gibt sogar, Tommy meinte mal zu mir, es gibt so Webseiten, wo du zwei Tokens quasi nebeneinander legen kannst. Also die Codebase, und er sagt dir, wie groß die Übereinstimmung ist. Also ja, Token, Blockchain und sowas zu kreieren, ist absolut easy. Die einzige Frage ist nach der Sinnhaftigkeit, ne? Aber schauen wir mal, was er so für Features einbaut, Dave, und ob er das Ding nachher launcht, weil das fände ich schon ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Aber gut, können wir sehr wahrscheinlich im Video gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Bevor wir mit dem Video starten, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Wenn dieses Video über 30.000 Likes bekommt, dann werde ich probieren, mit einer eigenen Kryptowährung zu Rolex zu kommen für eine Rolex-Trader-Folge. Das ist unseriös, aber okay, bin ich dabei. Kein Produkt, sondern ein Marketingplan. So traurig das ist, mittlerweile scheint es wirklich so zu sein. Wir müssen verkaufen. True. Ja, einen Coin zu kreieren, ist überhaupt nicht mehr das Ding. Es geht um den fancysten Namen und die größte Community dahinter. Ja. Bevor wir uns also um die Erstellung dieser Kryptowährung kümmern, brauchen wir als allererstes einen Marketingplan, ein Marketingvideo, eine Website und Leute, die vertrauenswürdig sind, um diese Kryptowährung zu verkaufen. Wir brauchen noch einen Namen. Er hat mich gar nicht angefragt. Ich bin ein bisschen beleidigt, also dass er mich nicht gefragt hat, als vertrauenswürdige Person eine Kryptowährung zu verkaufen. Irgendwas, was richtig knallt. Also jeder hofft momentan, Millionär zu werden. Das ist so Trash, das muss funktionieren. Wenn die Leute auf die Website gehen und das sehen, keiner wird auch nur einen Cent investieren. Oder alle werden oder investieren. Alle. Oder alle. Um diesen wunderbaren Namen, den wir gerade erfunden haben und den ihr gleich hören werdet, werden wir jetzt eine Website bauen, auf der wir das Video einbinden, auf der wir alle unsere Vorteile dieser Kryptowährung oder dieses Tokens einbinden. Ich habe da schon eine Idee. Wir starten mit dem Werbevideo. Wir brauchen eine Menge Stock-Footage, um uns mit den ganzen anderen Startup-Videos einzureihen. Eine vernünftige Synchronstimme und ein Video, in dem viel gesprochen wird, aber nichts gesagt. Das kann ich sehr gut. Ja, ist gut. Am besten Stock-Footage, ja. Oder halt einfach die Identität von Leuten klauen. Mit meinem Gesicht wurde auch schon Werbung für irgendwelche Shitcoins gemacht, die dann vor unsere Videos, YouTube-Videos gepackt wurden. Unser Ethereum-Video wurde abgespielt und daneben irgendwelche QR-Codes und hier, schick hier dein Ethereum hin und so weiter. Das ist echt bitter. Krypto, aber verständlich, sicher und transparent. Kein Schnickschnack, einfach nur Banking. Dezentralisiert. Revolution im Finanzbereich. Ein Schritt in die Zukunft. Nachhaltig, was eine komplette Lüge ist, weil wenn es eine Sache gibt, die Krypto nicht ist, dann nachhaltig. For people, by people. Wir sind alle gleich deswegen. Was habe ich hier geschrieben, Digga? Mit den Vorteilen von Bitcoin, aber mit mehr Sicherheit und noch dezentraler. Aber wir brauchen auch noch einen Synchronsprecher. Damit wir ein Video haben, das auch in irgendeiner Weise verkauft, brauchen wir ein wenig Professionalität. Wenn wir schon in dem Video nichts sagen und nur leere Versprechungen machen, dann muss es wenigstens dabei gut aussehen und sich gut anhören. Deswegen sind wir auf Fiverr und suchen einen Synchronsprecher. Wirkt es für Almans und für andere Leute professioneller, wenn Sachen auf Englisch sind? Ja, ne, weil sie weniger verstehen. Höchstens er hat Schweizer Akzent. Das könnte nochmal für noch mehr Seriosität sorgen. Es muss auf jeden Fall viel gesprochen werden, ohne dass Sachen gesagt werden. Das ist nämlich grundsätzlich so bei irgendwelchen Krypto-Marketing-Videos. Das hat Blocktrainer super gut hingekriegt, Roman. Und zwar hat er am 1. April ein Video hochgeladen, wo er seinen eigenen Shitcoin vorgestellt hat und den als absolut revolutionär und so. Ich habe mir das Video morgens unter der Dusche angehört. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Also am Anfang, ich war so Bert hieß dieser Shit, also dieser fiktive Coin. Also wobei doch, den gibt es, aber nur firmenintern, der ist natürlich nicht gehandelt. Erst habe ich es nicht verstanden, ne? Habe ich so, hä? Roman ist doch so ein Full-Bitcoiner, warum kommt er jetzt mit so einem Scheiß? Und dann habe ich es erst verstanden, ja. Wir haben gebrainstormt und getextet, was das Zeug hält, um keine leeren Versprechen auszulassen, um das Video möglichst authentisch scheiße wirken zu lassen. Den kann er niemals rausbringen, diesen Coin. Alleine mit dem, was er da schon gesagt hat, ja, also dadurch, dass er sagt, dass es ein Scheißprodukt ist, kann er den unmöglich auf den Markt bringen. Da wird er von den Regulatoren zerfetzt. Digga, das reimt sich sogar. Hast du den Einstieg in Dodge verpasst, hast du den Einstieg in Bitcoin verpasst, dann sei dieses Mal schlau und investier alles, was du hast, in Ja, okay, geil. Ja, geil. Das muss reichen.
Das muss reichen. Wir haben komplett Metatext für den Voice-Over-Artist geschrieben. Dann ein paar Aufnahmen von grünster Natur, ein paar Aufnahmen aus der... Monte bringt bald einen Coin raus, das ist ernst gemeint oder war das Spaß? Okay, zurück zu Dave. Sorry. Stadt, die das schnelle Leben, neue Technologien und so weiter zeigen. Und dann sollte das Werbevideo eigentlich schon fertig sein. Aber wie sieht unser Coin eigentlich aus? Was wird auf dem Coin drauf sein? Eigentlich muss es ja einen Anhaltspunkt geben, bei dem die Leute sich wieder sicher fühlen, wenn sie dann soweit sind und den Coin vor sich sehen und ihn kaufen sicher. Wollen. Wir brauchen unseren vertrauenswürdigsten Salespartner auf dem Coin. Was würde da besser funktionieren als ein Profilbild, bei dem ich so aussehe? Oh nein. Wir haben die Synchronsprecherdateien bekommen, wir haben uns Stock-Footage geholt und ich habe Leo damit beauftragt, die krasseste Werbung für diesen Coin zu schneiden, um Vertrauen zu erwecken bei den Leuten und um den Leuten zu sagen, was unser Coin kann und was wir brauchen. Ich werde mir jetzt zum allerersten Mal die Werbung anschauen. In einer Welt, die vom Wandel der Zeit ein... Das ist echt eine geile Stimme, ey, richtig. Aber warum auf Deutsch? Also der wollte es doch auf Englisch machen. ...geholt wird. Bringen wir die Lösung für alle Finanzprobleme. Ein dezentrales Bezahlsystem, vor dem alle Menschen gleich sind, bei dem keine Bank Einfluss nimmt und bei dem das Geld wirklich dir gehört. Oh mein Gott, das ist so Stock-Footage, das ist unglaublich. Mit diesem Kassen-Kajing. Smart, einfach und zukunftssicher sind Wörter, die man selten mit unserer Währung in Verbindung bringt. No pain, no gain. Und da wir Gain lieben, lieben wir auch Pain. Sie sagen, Geld wächst nicht auf. Nein, oh nein. Was ist das denn? Geldsack-Emojis in einen Baum rein. Oh mein Gott. Aber wir sind der Samen. Warte, was? Richtig gehört. Wir sind der Samen ohne S. Amen. Fangt an zu beten. Sehr schnell, sehr reich. Hast du den Einstieg in Doge verpasst? Hast du den Einstieg in Bitcoin verpasst? Dann sei dieses Mal schlauer und investier alles, was du hast, in... Ich dachte, der hieß Armencoin jetzt. Das ist so fucking dumm. Perfekt, würde ich sagen. Aber genau so muss das sein. Ich hätte noch ein bisschen mehr Technologie untergebracht. Am besten musst du mehr Technologie-Bullshitten, so von wegen dezentralisierte Ledger und ganz viele Dinge miteinander verbinden, die es gar nicht gibt. Ein byzantinischer Merkle-Tree-Algorithmus auf das nächste Level gebracht, bla bla bla. Das Ding ist, diese Werbung muss auch irgendwo zu finden sein. Wir brauchen eine Website. Aber jetzt macht er echt nur das Marketing. Also am Ende muss er ja auch irgendwie einen Coin machen, ne? Gut, das geht ja echt in 5 Minuten per Copy-Paste, aber vielleicht will er noch ein paar eigene Features mit reinbauen, oder? Also, keine Ahnung, irgendwie Community-Points auf dem Discord, Watch-Minutes oder... whatsoever. Also irgendein Use Case muss ja dahinter sein. Oder ist es wirklich nur 100% Shitcoin? Die sieht no joke 1:1 aus wie jede ICO, die man in den letzten 3 Jahren gesehen hat. Wir sehen unseren kranken Gain mit 18769%. Wir haben diverseste Erklärungen, wie unser Coin funktioniert. Ich würde euch aber raten, die Website selber mal auszuchecken, denn dort gibt es einiges zu finden. Ja, warte mal, was ist denn hier mit Website auschecken? Ah, Get Rich Fast. Heißt der Coin, okay. GFR-Token, Get Rich Fast, okay, ja gut. Roadmap. Our Team, Founder, CEO, Employee of the Month. Da musst du ganz oft das Bild von derselben Person hinmachen, aus verschiedenen anderen Winkeln. Entwickler, Chefentwickler, Chefchefentwickler, Senior, Dev mit und so weiter. For 20 Happy Clients, 666 Project Consultant. 6969 Instant Exchanges. Ja, okay, das ist ja wirklich, da haben die 5 Minuten reingesteckt. Nice. Also, der Get Rich Fast Token. Ich würde fast sagen, unser gesamtes Werbekonzept steht. Wenn man diesem Coin nicht vertraut, welchem dann? Das Problem, ich habe überhaupt keine Ahnung von Programmieren. Ich habe keine Ahnung, was es eigentlich für Unterschiede gibt. Ich verstehe das Grundkonzept von Krypto, aber wie erstellt man das? Keine Ahnung. Natürlich habe ich auch nicht genug Zeit, um mir jetzt das Programmieren innerhalb von 4 Tagen so beizubringen, dass ich eine Kryptowährung watertight irgendwie zusammenprogrammiert bekomme, die ich dann auch verkaufen kann. Also habe ich mich auf die Suche nach Services gemacht, die mir diese Arbeit abnehmen. Und was ich da gefunden habe, war komplett krank. Eine gute Alternative zu einem vernünftigen Coin und einem sehr gut produzierten ist cointool.app. Und als ich das gefunden habe, bin ich komplett crazy gegangen. Das ist eine Website, auf der man von den gängigsten Coins, also...
Watertight, ja genau. ERC20 wäre Ethereum, BNB ist Binance. Auf Basis von diesen Coins innerhalb von wenigen Minuten Token erstellen kann. Okay. Für alle, die es nicht wissen, also das sind solche Smart Contract Chains. Also da wird quasi eine neue Layer oben drauf gelegt, was dann der Smart Contract ist. Also und das geht dann halt in die Chain rein. Also in diese Smart Contract Chain, Binance, Ethereum oder sowas. Okay, ich habe es, glaube ich, so schlecht erklärt, wie man es schlecht nicht erklären kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Token auf Basis von Coins. Was zur Hölle habe ich da erzählt? Coins sind eigenständige Plattformen. Bitcoin, Ethereum wären Beispiele dafür. Anders sieht es bei den Tokens aus, die quasi nur Ableger von einem dieser Plattformen sind. Was in der Welt von Krypto häufig reicht, um irgendeine krasse Idee, die in keiner Weise funktioniert. Ableger, also das wäre dann eher, ja, das wäre dann ein Fork oder halt auf diesem Ding laufen, ne? Nee, Fork wäre ja, wenn du quasi das Ganze splittest oder quasi in einer neuen Branche quasi weitermachst. Das heißt, dann hast du quasi keine Verbindung mehr zum Ursprünglichen. Aber Smart Contract, es bleibt ja in diesem Universum drin, ne? Ich habe mich ein bisschen informiert und ich werde einen BNB, also einen auf Binance basierenden Token erstellen. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun und ich zeige euch, wie fucking einfach das ist. Und gleichzeitig dadurch, wie gefährlich das ist, wenn ihr keine Ahnung habt, genauso wie ich. True. Ich hatte auch vor kurzem, hatten wir jemand im Büro zu Besuch und hat gesprochen über einen Coin und so weiter und das Bekannte, einen Coin launchen und so weiter. Da habe ich gesagt, ey, Finger davon. So, da gab es nur das White Paper, einfach nur das White Paper, also eine billig zusammengeklickte PowerPoint-Präsentation von wie fancy das Ding sein soll und so weiter. Also von sowas echt komplett die Finger weg, Leute. Also es gibt zwei Use Cases für Kryptowährungen. Use Case Nummer 1, ihr wollt langfristig da rein investieren, dann fallen schon mal die meisten Coins überhaupt weg. Also außer Bitcoin, Ethereum, vielleicht andere Smart Contract Chains, gibt es keine, die da einen sinnvollen Use Case haben oder so. Dann solltet ihr einen sehr langen Atem haben, denn wie man sieht, gerade in den letzten Tagen, Krypto kann auch mal langfristig sehr, sehr tiefrot sein. Ja, dann geht es um die Diamond Hands. Ja, und dann gibt es den zweiten Use Case, das ist reines Gezocke. Das heißt, das, was ihr vorher in Tipico oder ins Casino versenkt habt, das kann man dann auf solche Shitcoins setzen. Das hat aber absolut nichts, auch nur im Ansatz, mit Investieren zu tun. Ja, ihr könnt da wie bei so einem einarmigen Banditen zufälligerweise mit Profit rausgehen, aber ihr geht nicht mit dieser Erwartungshaltung da rein. Die nächsten Monate oder Jahre werden das zeigen. Ne? Ich meine, 2017 hatten wir das ja auch schon. Da gab es zuerst der Bitcoin, der durch die Decke gegangen ist und danach gab es die Shitcoin-Season oder Altcoin-Season mit ein bisschen weniger Wertung. Das heißt, dann sind die alternativen Coins, haben krass performt, also deutlich mehr als der Bitcoin und dann bricht das Ganze auch wieder zusammen. Nicht unbedingt auf das Niveau wie vorher. Und das sind halt die Zyklen, die sind halt wie, wenn halt der normale Aktienmarkt wie so eine schöne Landschaft ist mit gelegentlich einem etwas raueren Wind, dann ist der Kryptomarkt eigentlich aktuell eher so ein Vulkan, ein ausbrechender Vulkan. Ja, der kann mal richtig abgehen und dann kühlt er auch relativ schnell wieder runter. Jetzt können wir auch endlich unseren Namen revealen, ne? Und was würde besser passen als Get Rich Fast? Sollen Leute schnell reich machen oder vielleicht auch nicht? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall trägt man hier einfach den Namen ein, Get Rich Fast. Wir überlegen uns ein Symbol, also GRF, die Abkürzung dafür. Wir können uns entscheiden, wie viele es davon geben soll und ob sie nachträglich noch zu meinen sind. Wir gehen einfach mal auf 10 Millionen. Ist nicht viel. Ja, da wird er schnell inflationieren. Muss mehr. Hälfte von Bitcoin ist und... Also wird nicht schnell inflationieren, aber wird schnell kommt schnell aus dem Penny-Stock-Bereich raus. Überhaupt nichts, diese Information. Und dann können wir uns entscheiden, ob man welche davon burnen kann, also zerstören kann und so weiter. Das ist alles völlig egal. Wir wollen diesen Token einfach kreieren. Alles völlig egal. Inflationary, deflationary, can mint, can pause. Krass. Krass, Leute. Tokendrücke. Ihr müsst nichts machen, außer euch einen Namen zu überlegen und zu überlegen, wie viele ihr davon haben wollt. Den Rest könnt ihr einfach so stehen lassen. Wir drücken auf Create Token. Meine MetaMask Wallet öffnet sich. Jetzt seht ihr nichts mehr. Jetzt muss ich einfach nur 400 Euro BNB bezahlen für eine absolute Scheißidee. 400 Euro im Gegenzug von BNB. Ah, ist ein gutes Geschäftsmodell. Ich meine, es ist im Endeffekt nur ein Copy-Paste von einer Code. Also im Endeffekt ist es immer alles derselbe Code. Der wird dann halt gecopy-pasted mit einem anderen Namen und dann hast du ein paar Features, die dazu programmiert werden können oder wegprogrammiert. Krass. Und sobald ich jetzt diese 400 oder 450 Euro in BNB bezahle, werden sofort 10 Millionen mal Get Rich Fast oder Safe Moon oder was auch immer in eurer Wallet gutgeschrieben. SafeMoon, Sondertappe. Gut, ich glaube, SafeMoon ist keine so billige Kopie, einfach nur so, sondern die haben ja jetzt speziell noch diesen Burn drin, wobei er hätte auch eine Kopie sein können, sehr wahrscheinlich.
haben die genau diesen Burn drin. Burn bedeutet ja quasi, also wenn ihr, dass die Tokens zerstört werden, was ja der Fall ist, wenn ihr zum Beispiel Safe Moon wieder verkaufen wollt, dann werden ja 10% eurer Anteile zerstört, was ja dazu dafür sorgen soll, dass du quasi nicht verkaufst. Das ist quasi wie so ein Ponzi-Scheme aufgebaut. Deswegen sage ich immer, es ist ein absoluter Scam. Die müssen nicht gemeint werden, die sind einfach sofort da. Das ist komplett gestört. Ja, das ist komplett gestört. Seid ihr ready? Wie schwer ist es, eine Kryptowährung, einen Krypto-Token ins Leben zu rufen? Mit einem Klick, as said. Token created successfully. Wir haben 10 Millionen GRF. Ja gut, ich meine, so fancy ist das jetzt nicht. Das ist halt einfach nur Programmcode. Ne? Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich nehme mein Notizbuch und male jetzt ein paar Kringel drauf und schneide die aus. Und dann lege ich die bei uns im Büro auf den Tisch und sage, hier, übrigens, das ist jetzt der Finanzfluss-Token. Und da machen wir jetzt eine Börse zu auf. Im Endeffekt hat es ja keinerlei Wert oder sowas. Es ist halt einfach nur so fancy, weil du es halt in irgendeine Wallet reinlegen kannst oder solche Dinge, ne? Der Token war fertig erstellt, wir hatten unseren Marketingplan und ich bin mir sicher, dass wir es hinbekommen würden, den jetzt auch zu verkaufen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, braucht die Welt einen weiteren Shitcoin? Braucht die Welt einen weiteren Shitcoin von mir? Grundsätzlich ja, aber ich sollte mich vielleicht erst noch ein bisschen weiter über dieses Thema informieren und mich mit jemandem zusammentun, der das wirklich professionell macht. Ich glaube, Get Rich Fast hat nicht das Zeug dazu, irgendjemandem in irgendeiner Weise weiterzuhelfen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, diesen Token zu verkaufen, entschuldigt. Macht absolut Sinn. Ich meine, erstens mal mit den Äußerungen, die ihr im Video getroffen habt, dass es Scam ist und so weiter, macht ja absolut Sinn, sowas nicht zu machen. Er macht sich dadurch unglaublich angreifbar und sicherlich auch von regulatorischen Perspektive. Also ich glaube, unsere deutsche Regulatoren sind noch nicht so weit, dass die jedem Shitcoin hinterhergehen. Ich meine, gerade wenn man den so copy-pasten kann und damit kreieren, nichtsdestotrotz, wenn das Ding wirklich durch die Decke geht, und das kann natürlich sein, ne, bei einem Influencer mit einer krassen Reichweite, dass er da super viele Leute anzieht, die dann spaßhalber den Preis in die Höhe ziehen, kann er ja auch komplett steuern. Er besitzt ja diese ganzen Tokens. Von daher ist es schon riskant. Also nur einfach so für einen Token werden sie wahrscheinlich nicht investigaten, aber wenn da halt irgendwelche Dinge passieren, da kann ja alles Mögliche passieren, ja. Dass Leute wirklich großes Geld verlieren oder so. Von daher, oder was ist mit der Plattform, ja? Diese Plattform, was ist, wie seid ihr sicher, dass die sich da nicht ein Backdoor eingebaut hat? Also, dass da irgendwie, dass man an diese Kryptos rankommt oder so. Von daher ist es schon gut, dass er es nicht gemacht hat. Und vielleicht hier schreibt jemand schon Flusscoin. Ja, wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, mal so einen Flusscoin zu launchen. Aber der sollte auf keinen Fall irgendwie gehandelt werden, was halt problematisch ist, weil es gibt ja jetzt mittlerweile so Plattformen, wo du alles handeln kannst. Ja, das Problem ist halt echt das Reputationsschadenrisiko. Stell dir mal vor, also Dave's Coin oder unser Coin wird genommen und es wird ein krasser Pump and Dump darauf betrieben. Das heißt, dass Leute richtig viel Geld da reinpushen, das Ding in die Höhe treiben, beziehungsweise dass durch irgendwelche Foren gejagt wird. Die sind vorher drin und im Höhepunkt steigen die dann aus. Und alle anderen, die dann noch drin sind, sehen dann nur die Kurse zerbröckeln. Absolut illegal im Aktienbereich, natürlich, ne, wurde vielfach auch schon gemacht, wurden auch viele Leute schon verurteilt, beispielsweise 50 Cent, ja, der das schon mal mit einem Penny-Stock gemacht hat. Also gute Entscheidung, dass er es nicht gemacht hat, übrigens dieselbe Entscheidung, warum wir uns erstmal dagegen entschieden haben, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, das Ding wirklich so safe zu machen, dass da nicht irgendein Mist mit passieren kann. Und dann ist es halt, sollte es auch keinen intrinsischen Wert haben oder so, sondern einfach nur, so wie man hier auf Twitch Kanalpunkte sammeln kann und that's it. Aber kann ich ja nochmal mit Roman drüber sprechen, der hat ja seinen Bernd, damit kann man ja auch kein Pump and Dump betreiben. Ich will niemandem von euch Geld aus der Tasche ziehen, dieser Krypto-Token kann rein gar nichts. Schreibt einfach eure Wallet-Adresse unten in die Kommentare, dann schicke ich ein paar Leuten von euch einfach ein paar Get Rich Fast Token rüber. Wenn ihr aber sehen wollt, wie ich mich um dieses Thema ein bisschen ausführlicher kümmere und eine gute Idee umsetze, dann lasst diesem Video ein Like da. Wenn dieses Video über 30.000 Likes bekommt, dann werde ich mich weiter darum kümmern und einen Coin mit Nutzen erstellen, den wir dann auch wirklich verkaufen können. Ich bin unfassbar pumped, das Projekt ist mega geil. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Rolex. Nee, wir fahren mit dem Fahrrad nach Paris, keine Folge Rolex. Ach, echt? Ah, wann fährt er mit dem Fahrrad nach Paris? Super interessant. Soll er vorbeikommen? Das wäre lustig. Ja, ist ja nochmal gut ausgegangen. Ja gut, okay, das wusste ich. Also, dass du Tokens halt kreieren kannst durch einfach Copy-Paste, ne, dann 20 Euro auf Fiverr für einen Synchronsprecher und eine Website hinstellen. Aber daran sieht man halt, wie einfach es ist, einen Token zu kreieren, ne? Ja, wenn du ein bisschen mehr Energie reinsteckst und so weiter und das noch, also, keine Ahnung, mal 2 Wochen daran verbringst und das Ding mal ein bisschen polierst und verschiedene Features noch gibst und so weiter und nicht mit Stock-Footage arbeitest und so, dann hast du ratzfatz, hast du da irgendeinen Coin zusammen.
wo du den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kannst. Eine komische Sache. Aber ja, man sollte es aus Spaßperspektive sehen und dann passt es auch. Man sollte da keine großen Geld investieren. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.